Glanz, Glamour, Grandezza. So präsentiert sich die goldene Kamera der Funke Mediengruppe gerne in der Öffentlichkeit. Der Goldene Kamera Digital Award, der YouTube-Videos auszeichnet, soll dem Medienpreis des Rentnermagazins Hör zu jetzt zusätzlichen jugendlichen Charme geben. Doch hinter dem goldenen Glanz verbergen sich schmutzige Tricks. In einer E-Mail der Funke Mediengruppe an das nominierte Bohemian Browser Ballett wird klar, hinter dem vermeintlichen Preis steckt in Wirklichkeit eine perfide Marketingmasche des Medienkonzerns. Die YouTuber sollen ihre Fans zur Teilnahme an einem Online-Voting aufrufen. Die Masche ist bekannt. Um an die Reichweiten erfolgreicher YouTuber anzudocken, wird ihnen ein Preis versprochen, den sie nur dann bekommen, wenn sie ihre Fans und Follower erfolgreich zu Klickvieh degradieren. Daher auch die großzügigen 20 Nominierungen. Mit einem Schlag erreicht die Funke Mediengruppe über 17 Millionen YouTube-Fans. Kostenpunkt 0 Euro. Doch damit nicht genug. Hinter der Abstimmung steckt in Wirklichkeit eine Datensammelaktion des Autoherstellers Seat. Gut versteckt in den Teilnahmebedingungen erfährt man, wer seine Stimme abgeben will, muss auch bei einem Gewinnspiel mitmachen. Datenschröpfung durch Seat inklusive. Als wäre all das noch nicht hohn genug, gibt es noch nicht einmal ein Auto zu gewinnen, sondern lediglich eine Testfahrt in einem Seat. Beim Bohemian Browser Ballett will man sich das nicht bieten lassen. Als Antwort auf den Affront haben die Netzsatiriker spezielle Clickbots programmiert, die massenhaft für das objektiv schlechteste Format abstimmen werden. Welches das ist, wird sich zeigen.